Herzlich willkommen zum Kran im Heimathafen. Das Boot wird jetzt rausgehoben, man sieht hier den Kran. Ja, es passiert schon. Also, ja, läuft eigentlich alles. Vielleicht läuft doch nicht alles. In einer Lebensphase großer Entscheidungen denkt man darüber nach, welche Dinge wirklich wichtig sind. Rückblickend waren Momente, in denen wir Außergewöhnliches erlebt haben, die einflussreichsten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, mit einem Segelboot auf die Reise unseres Lebens zu gehen und die Welt zu entdecken. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wo die Gurte an dem Rumpf vom Boot ansetzen sollen. Und da sind auch keine Kranmarkierungen am Boot, dass man das halt weiß. Und jetzt rutschen die Gurte dann nach außen, wenn das Boot hochgehoben ist. Und dann kann das ganze Boot halt aus den Gurten rausrutschen und ins Wasser fallen oder irgendwo hinfallen. Unser Boot zu unserem Stellplatz. Die Masten sind noch drauf, ist ein bisschen blöd, die müssen wir wahrscheinlich noch selber runterholen. Und ja, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sind jetzt hier in der Marina Rünte und haben hier für die nächsten 6 Monate einen Landliegeplatz und wollen halt in der Zeit so viel reparieren, wie es geht. Genau, wir wohnen hier ganz in der Nähe und so können wir immer, wenn wir Zeit haben, schnell hier hin und am Boot arbeiten. Also können wir uns total glücklich schätzen, dass wir hier so in der Nähe einen großen Hafen haben. Optimal. Wir wollten uns auch nochmal bei euch bedanken, denn wir bekommen jeden Tag Mails von euch mit netten Worten, mit Zuspruch und vor allem auch mit ganz vielen Tipps, die wir auch wirklich gut gebrauchen können und die wir auch alle versuchen umzusetzen. Wir haben uns ein stahldicken Messgerät ausgeliehen über eine Facebook-Gruppe. Vielen Dank dafür. Ist ein bisschen wie Ultraschall. Genau. Also man schmiert auf diesen Sensor hier ein bisschen Gel drauf und dann hält man das eigentlich nur ans Boot. Dann lass uns das mal versuchen. Halten wir es hier mal dran. 6 mm. Ja, jetzt testen wir mal so ein paar Stellen, ob das überall gleich dick ist. Und ob nichts durchgerostet ist. Ganz viele Nachrichten bekommen, wie wir das ganze Projekt überhaupt finanzieren und wer wir eigentlich sind, und deshalb machen wir in den nächsten Videos mal ein Finanzierungsvideo und auch ein über uns Video, und dann werdet ihr mal informiert, was so alles abgeht bei uns. Das Antifouling sieht ja gar nicht schlecht aus, ne? Schrubben wir jetzt erstmal hier den ganzen Schmodder ab und dann wird da ein bisschen einfach drüber gestrichen. Dann sollte es erstmal reichen. So, sieht noch gut aus. Wir können es erst streichen, wenn es wieder wärmer wird. Also müssen wir damit noch ein bisschen warten. Was hast du gesagt? 10 Grad? Oder? Glaube ich so. Wir sind froh, dass euch die Videos so gut gefallen und auch so viele Leute die Videos gesehen haben. Und dass ihr auch so viele Kommentare geschrieben habt. Viele waren schon extrem hilfreich und viele haben auch darauf hingewiesen, dass wir vorsichtig sein sollen, uns gut auf die Reise vorbereiten sollen. Und das werden wir auch auf jeden Fall machen und sind mega dankbar für alles, was von euch zu uns zurückkommt. Danke. So, unser Boot steht endlich an Land und damit beginnt auch unser Refit. Und im gleichen Zuge haben wir uns auch eine Patreon-Seite erstellt. Genau, Patreon ist eine Spendenseite, auf der ihr uns finanziell unterstützen könnt. Und dort könnt ihr ein monatliches Spendenabo abschließen und jeder kann sich quasi selbst überlegen,
wie viel wert ihm unsere Videos und unser Projekt ist. Wir möchten möglichst gute Videos machen, alles anschaulich darstellen und unsere Erfahrungen mit euch teilen. Und je besser wir unterstützt werden, desto besser funktioniert das auch. Und wir sind sehr dankbar für jede Unterstützung, die uns da vielleicht zukommt. Genau. Ja. Und du ermöglichst unser Projekt. Wir hatten das Boot ja sonst immer nur in Holland im Wasser und sind jetzt gefahren und so, haben das noch nie stehen sehen an Land. Und deswegen haben wir uns jetzt zum ersten Mal die ganzen Borddurchbrüche angeguckt. Wir haben festgestellt, dass wir mysteriös viele Löcher im Rumpf haben. Und deshalb müssen wir erstmal das genau unter die Lupe nehmen, was das für Löcher sind. Das machen wir jetzt mal. Da war noch so eine Konstruktion drum und dann haben wir da mit einem Schraubenzieher gegen gehauen und dann war irgendwie klar, das ist ein Stück Holz, was da drum rum mit Schrauben befestigt wurde. Jetzt eigentlich gerade hier im Hafen dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen, welche Arbeiten wir alle machen, welche wir vor allem machen müssen, welche wir in der Zeit, bis wir losfahren wollen, schaffen. Und vielleicht schaffen wir auch nur quasi ein paar Sachen, das Unterwasserschiff, die Elektronik, und dass wir dann losfahren können und machen dann noch manche Sachen unterwegs. Jetzt gerade können wir uns nicht 24 Stunden des Tages auf das Projekt konzentrieren, sondern nur jede Zeit, die quasi überbleibt neben dem Studium und der Arbeit. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg.